Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit Bagisch an meiner Seite. Und wir werden heute mal die German YouTube League Runde 3 kommentieren. Da hat uns Bagisch mal vertreten anstatt Lorenzo. Der war mit Abi beschäftigt. Genau, ich war eigentlich auch beschäftigt, aber ich dachte mir, ja, ein paar Stunden kann man sich schon Zeit nehmen. Fangen wir mit dem Duell gleich an. Alter, es geht hier sehr schnell. Yeah. Warte, kann ich nicht auf Stopp drücken? Leider nein, das ist Death Pro, also. Okay, also meine Starthand, ich hatte 3 Bossmonster, dann Solar Recharge auf Wolf, aber nicht so krass nachgezogen. Da musste ich Raikou setten. Ich wusste immer noch nicht, was der Gegner spielt. Auf einmal kam er mit Dark World. Da wollte ich Todeswache entfernen, und zwar warum? Warum wolltest du Raikou? Ja, weil wenn ich mit Raikou schieße, auf das billige Monster hätte nichts gebracht. Und ich hatte 2 Todeswachen im Grave. Genau. Ich wollte halt mit Raikou auf irgendeine Feldzauber oder so schießen. Wie man sieht, ich habe hier den dritten JD nachgezogen. 4 Bossmonster auf der Hand. Reinkarnation auf Raikou, die muss durchkommen. Wurde jetzt langsam kritisch. Ja. Zum Glück schießt er nicht der Monster. Ja. Das war, glaube ich, ein Spielfehler. Das war ein Spielfehler auf jeden Fall von ihm. Mein Spielfehler war hier, dass ich mit Raikou auf seine Feldzauber geschossen habe. Weil ich hätte mit diesem Daedalus auf der Hand auf Feldzauber schießen können und auf 2 Monster auf dem Feld. Ja. Das war mein einziger Spielfehler in den 2 Duellen, glaube ich. Hattest du jetzt Necrogardner gemillt zum Glück? Nee, den hatte ich schon von Anfang. Okay. Ich hatte 2 Necrogardner. Okay. Deswegen habe ich auch den einen entfernt, das billige Monster. Jetzt, JD hat aufgeräumt. Es war eigentlich klar, dass er irgendwie irgendwas auf der Hand hat. Ich hatte aber eigentlich mit Tragödie gerechnet, aber es war halt Kampfausblender. Jetzt war es kritisch. Kann ich den OTK durch, halt ihn umbringen oder nicht, oder werde ich decktot gehen? Genau, ich muss negieren mit Todeswache, damit ich nächste Runde ihn umbringen kann. Aber er hatte den zweiten Kampfausblender, also war wirklich spannend. Ich muss schauen, dass ich nicht decktot gehe. Dass du Raid nicht ausgespielt hast? Ja, weil ich muss schauen, wie ich... Muss ich nächste Runde sprengen, muss ich nicht sprengen. Wenn er rüberläuft, habe ich nicht mehr genug Schaden. Ich muss den auf der Hand behalten. Angriff der Lichtbrigade, tot auf der Hand. 3 Karten zu millen sind Kosten. Ich kann die Kosten nicht zahlen, deswegen nicht aktivierbar. Diesmal ging halt alles durch. Win. Also er hat einen krassen Spielfehler gemacht und ich habe auch einen Spielfehler gemacht. Also Game 2 war richtig hart. Das war ein richtig geiles Duell eigentlich. Ich habe schon wieder Wolf auf der Hand, aber zum Glück habe ich Recharge, bisschen Millen. Wolf wurde gemillt. Glück gehört immer ein bisschen dazu. Er hatte Snow verdeckt, um ein Ziel für seinen Field Spell zu haben. Also bei mir schaut es ganz gut aus. Honest auf der Hand, Reinkarnation auf der Hand, lockendes Licht. Solange mir kein irgendwie OTK gibt, habe ich alles unter Kontrolle. Ich habe so viele Optionen gehabt, zum Beispiel mit Foolish auf Wolf und dann mit Celestia Schuss, aber er hat nicht so viele Handkarten, er kann mich nicht umbringen, deswegen schön langsam und sicher runterspielen. Schön langsam millen. Er musste seinen Gruffer entfernen. Was man eigentlich nie machen sollte. Ja, wirklich nur zur Not, wenn es sehr schlecht ausschaut. Und hier, lockendes Licht. Ich habe mit 2 JD, Honest und nochmal ein Bossmonster geholt und er aktiviert Card Destruction drauf. Das war wirklich ein leidender Moment. Ja, das ist vorbei, man. Schuss auf alles. Jetzt kommt Daedalus, Schuss auf seine Field Spell, Schuss nochmal auf 2 Karten. Die war zu krass. Die hatte ich im Side 3-mal, weil es war ja dieses Strukturdeck und es gibt krasse Feldzauberkarten. Deswegen 3-mal in Side, 1-mal war die Main drin. Ja, das war das Duell. Kann ich noch ein bisschen was zum Match und zum Gegner? Also, der Gegner war Arthur aka Silver, Veranstalter des Turniers. Ja, cooler Typ, ist sehr nett, höflich, freundlich, kann man nicht sagen. Wir hatten Spaß, es hat wirklich Spaß gemacht. Er hat geschossen mit Gruffer, ich habe auf sein Leben geschossen. Hat Spaß gemacht. Und Dark World war keine schlechte Wahl, ich habe mit Dark World und Heroes gerechnet. Und genau, aber ganz ehrlich, Lightzone hat ein besseres Matchup gegen Dark World, muss man ehrlich sagen. Und ja, wir haben ein paar kleine Spielfehler gemacht, aber war ein lustiges Duell. Also er hatte ja Dark World gespielt, Finsternis und wir Licht, also sehr ironisch, Licht gegen Finsternis. Vor allem, weil wir eigentlich ja die Finsteren sind. Ja. Wie sind wir eigentlich auch auf Lightzone gekommen? Genau. Also ich hatte eigentlich ein anderes Deck im Kopf, das werde ich jetzt nicht verraten. Man weiß ja nie, welches Format noch kommt. Genau, aber Steve, der für Deckbauen eingestellt ist, also der hat es wirklich gefunden. Ich hatte Lightzone gar nicht im Kopf wirklich. Ich habe mir so viele Decks angeschaut, aber Lightzone hatte ich nicht im Kopf. Ich habe mir alle angeschaut eigentlich, aber irgendwie habe ich Lightzone übersehen. Dann hat er eine Deckliste geschickt. Zu 90% hat es mir gefallen. Ich habe ein paar kleine Änderungen gemacht und dann habe ich halt einfach gespielt. Lorenzo konnte nicht spielen. Steve war irgendwie
Ich weiß nicht, Tati hatte zu tun, deswegen ist er auch nicht in den nächsten Videos so oft dabei. Und ja, dann habe ich ein bisschen umgeändert nach meinem Style und dann lief super. Aber Steve hat auf jeden Fall seinen Job getan. Es gibt dieses Deck, er hat es gebaut. Genau, war gute Teamarbeit, jeder hat seinen Job getan. Was glaubst du, haben die anderen so gespielt? Was waren so die Favoriten? Genau, also auf jeden Fall Hero. Hero war sehr stark. Dann noch Dark World. Und ja, ich kann es jetzt sagen. Oder das ist mein Geheimdeck. Agent Fairy, das war eigentlich mein Geheimtipp. Weil Agent Fairy ist wirklich sehr konstant. Aber ich hatte Lightzone nicht im Kopf. Aber Agent Fairy ist sehr konstant. Und da gibt es noch diese Karte, gesegnetes Licht. Kein finsternes Monster kann normal sammelt werden, spezial beschworen werden, nicht angreifen. Das Monster kann nicht durch finsternes Monster zerstört werden. Also eine krasse Antikarte gegen alle finsternes Decks. Hast du jetzt komplett zerstört? Ja, er hätte nichts machen können, gar nichts. Aber Lightzone war auf jeden Fall die bessere Karte. Auf jeden Fall wegen den Draw-Karten noch. Zwei Brigaden, Angriff der Lichtbrigade, alles drin. Das war Gunde 3 von der German YouTube League. Schaut auf jeden Fall bei Arthur aka Silver vorbei. Und wir stehen jetzt 6-0, also 6 Punkte. Zwei Siege, eine Niederlage. Sieht eigentlich ganz gut aus für uns. Mal schauen, nächste Woche ist wieder Meta dran. Da spielen wir gegen, ich weiß nicht, ob ich den Gegner nennen darf. Ist noch geheim und hoffentlich werden wir wieder gewinnen. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns. Lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten. Dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können. Dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts. Dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.